Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Levitan 2. Das rollt von der Zunge wie nichts anderes. Ja, wir haben beim letzten Mal das Intro, oder na, wir sind immer noch im Intro drin eigentlich, aber den ersten Teil des Intros durch, oder die ersten, egal, wir sind noch mitten im Intro drin, wir haben letztes Mal den ersten Part gehabt. Und ja, sind aus der, von der Mission zurück und wir sprechen erstmal mit den Leuten. Wenn du gerade von der Grundausbildung kommst, musst du ein Rekrut sein, richtig? Ich bin Damian. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier nicht wirklich stationiert. Ich wurde für ein paar Kleinigkeiten von einem anderen Stützpunkt hierher geschickt. Ich bin zwar jetzt im Ruhestand, aber damals war ich ein God-Eater. Wenn du willst, gebe ich dir ein paar Tipps. Wie steht's mit Nahkampfwaffen? Es gibt zwei grundlegende Kategorien von Nahkampfwaffen, Klingen- und Stangenwaffen. Sowohl bei Klingen als auch bei Stammwaffen gibt es drei weitere Unterkategorien. Aber das reicht vorerst. Ich will dann hier nicht überbelasten. Wir werden später noch einmal darüber. Wenn man ihn jetzt nicht fragt, dann redet er nie mehr. Zu den Klingenwaffen musst du erst einmal meine Gedanken ordnen. Wenn du mehr darüber hören willst, frag mich später. Ja, die Klingenwaffen interessieren mich nicht. Die Stangenwaffen sind interessant. Gute Leistung beim Trägen. Sobald dir eine Mission zugewiesen wurde, gehe dort drüben durch das Basistor. Toll, danke. So, was haben wir denn für einen Brief gekriegt? Nana. Ich bin sehr froh, dass noch jemand zur gleichen Zeit in die Einheit eingetreten ist. Geben wir unser Bestes. Falls du einmal ein Uden-Sandwich möchtest, ich teile gern. Ich bin es nicht gewohnt, so etwas zu schreiben, also mache ich es kurz. Tun wir unser Bestes. Ja, danke. So, was wir noch machen können, ist, glaube ich, aussehen. Wir haben noch die normalen Uniformen an. Gibt natürlich für jede eine andere Uniform. Wie der Waffenart. Man möchte ja aussehen, wie man kämpft. Deshalb nehme ich auch einfach mal die Sense. Das ist Sensenkleidung. Es hat ein Cape. Ich meine, es hat ein Cape. Ein kleines Cape, aber ein Cape. Hast du dich an das Leben in Freya gewöhnt? Als hochmoderne Forschungszweigstelle haben wir einfach alles. Was erforschst du? Wir entwickeln die Waffen der Zukunft. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Gordark-Soldaten und die Bloods. In gewisser Hinsicht bist du selbst eine Waffe der Zukunft. Pass also gut auf diesen Körper auf. Zweigstelle ist Zweigstelle. Sicher, viel Glück beim Training. Heißt nur, dass es irgendwo ein Hauptquartier gibt. So, Nana? Oh, hey, gute Arbeit da draußen. Das Training macht ziemlich Spaß, was? Ich war immer bei Dr. Rachel, aber früher hab viel besseres Essen. Rachel? Sie lebt in einem Waisenhaus namens Mongolienzirkel. Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Sie war nett, hat uns jedoch nicht oft draußen spielen lassen. Jetzt darf ich aber nach draußen gehen, es ist großartig. Wir sind beide Neulinge hier, lass uns also unser Bestes geben. Gemeinsam schaffen wir das. Ja, der Mongolienzirkel. Wird noch interessant. So, meinst du, wir müssen wieder in den Garten? Sieht so aus, als hättest du dich das letzte Mal gut geschlagen. Wenn du bereit bist, habe ich mehr für dich. Ja, dann immer her damit. Wir wollen die Grundlagen ja hinter uns bringen. So. Ab zur nächsten Mission, damit wir irgendwann mal richtige Missionen machen können. Und sobald das der Fall ist, haben wir auch mehr Zeit, um rumzutrödeln. Und... Let's have a brief review, shall we? First, we must see where you stand. Slay this enemy, but be warned. It is stronger than your last opponent. Oh nein, es ist stärker. Can't avoid an origami strike. Open your shield. It will disperse the damage. Siehst du, jetzt müsstest du... So, so macht man also das Schild auf. Okay. Musst du jetzt erst angreifen? Danke. Ja. Ich benutze das Schild so selten. Reicht das? Kann ich ihn jetzt umbringen? Also, gut. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, zu zeigen, was eigentlich die Sense so kann. Ja. Das sind natürlich mal die normalen Angriffe. Normale Combo. Und dann noch eine zweite, die ein bisschen weitreichender ist und Gegner bis zu zweimal treffen kann. Und dann haben wir noch den, ich weiß gar nicht, Spaltklinge heißt es, glaube ich. Kann ich so lange machen, wie ich Ausdauer habe, hat eine riesige Reichweite, trifft Gegner mehrmals und hat noch ein... Ja. Und kann noch... Ja, also.
Man kann das so lange machen, bis man keine Ausdauer mehr hat. Man kann aber auch einen Finisher machen. Der ziemlich okay ist. Ich benutze ihn ab und zu mal wieder, wenn mir einfällt, dass ich ihn habe. The best way I found to open up that space is with stun grenades. Now, I want you to face that origami once more. Okay, kann ich ihn jetzt aufschlitzen? Also ja. Diese Granate hier. Your Godark has another ability unique to these weapons. It can devour your enemies and tear from them their oracle power. By doing so, you gain a portion of their bestial strength. You become more powerful. Also, von mir aus. So. Also, jetzt haben wir den hier erledigt. Ne, nicht erledigt, aber gefressen. So. Mal schauen. Ja, unterbrochen. Einmal, zweimal und. Ja. Hätten wir jetzt noch ein schöneres Bild davon. Du magst das nicht, oder? So, das ist quasi noch der... Das hier ist... Dieser Angriff hier ist halt extrem gut, wenn man einen Haufen kleine vor sich hat und wenn man sich auf einen großen konzentrieren möchte, kann man ihn gerne noch spalten. Ich bin eher ein Freund von normalen, schnellen Angriffen. Ist so hart, dass wir quasi unsere Waffen nur verbessern können mit den Gegenständen, die wir selber sammeln. Ich meine, wir sind hier, um Menschen zu retten. Ja, nur falsches Material. Oh nein, da muss ich noch den stechenden Regen. Wohin gehen die überhaupt? Nach oben, okay. Noch andere? Rakete. What? Nicht genug. Na so. And with that, we conclude your basic training. You are now ready to join our blood special forces. Ich frage mich nur, was die Rakete macht, wenn ich nicht mal genug Munition dafür habe. Die muss stark sein. Naja, muss man halt ein bisschen die Waffe aufladen. Ich glaube, die Kanonen haben ja so eine Oracle-Reserve. Aber wie die funktioniert, weiß ich nicht, weil ich hatte, wie gesagt, ich habe immer Maschinengewehre benutzt. Oh, wieder ein SSS. Weil, warum auch nicht? Ich habe Schaden genommen in einer Tutorial-Mission. Aber, hey, sie sollten beibringen, wie man das Schild benutzt. Das war das der Sinn dahinter. Mir nicht wirklich Abzug dafür geben. Hey, I've never seen you two around before. Hi there. Oh, you're the new recruits everyone's been talking about. Yes, sir. We're both really excited to work with you, sir. Sir? That has a nice ring to it. The name's Romeo. If there's anything you need to know, I'm your guy. Ask away. I'll tell you one thing, though. Blood is tough. So you'd better be ready to give it your all. Ja, welche Frage stellen wir ihm? Was ist Blut, haben wir ja schon gefragt. Also was ist eine Blutkraft? Well, good question. Basically, it's this thing. And it lets you learn a special skill, and yeah, our captain's really incredible. That's so cool. Can you tell us about your special skill, sir, Romeo, sir? Oh, hey, come on, don't ask that kind of thing. It's not easy to get a special skill. Kind of personal. Oh, I know. Why don't you take those questions to Dr. Rachel? She's the one who founded Blood. See ya. Question and answer time over already? Did I ask something I shouldn't have? Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall zweite Tutorial-Mission hinter uns. Ich
weiß gar nicht, ob das die letzte war. Ich weiß nicht, was sie uns noch beibringen, also was jetzt beibringen möchten. Ich meine, es geht ja nur um die Basics. Wenn Ihnen was einfällt, werden Sie es mir schon sagen. Irgendwie lustig. Ich glaube, es lädt länger, wenn man quasi ins Hub zurück möchte, als wenn man quasi auf die Mission geht. Ich weiß nicht, ob das Speichern was damit zu tun hat. Hey, Romeo. Jetzt wieder Zeit zu antworten? Ach, du bist es. Brenn dir ein paar Fragen unter den Nägeln. Du nimmst das hier echt ernst. Finde ich super. Schieß los. Wie ist Dr. Rachel so? Sie hat einen Weg gefunden, neue God-Eater zu erschaffen. Sie ist diejenige, die die Blood-Einheit gegründet hat. Sie leitet auch dieses riesige Waisenhaus namens Mongolien-Zirkel. Dort sind Julius und ich aufgewachsen. Und Nana. Nun, bis wir hierher gekommen sind, bin ich ihm nie begegnet. Was, findest du das komisch? Naja, ich meine, Julius gehörte zur obersten Elite. Sag ihm aber nicht, dass ich das gesagt habe. Ja, dann danke. Sicher, solltest du noch irgendwelche Fragen haben, komm einfach und frag mich, okay? Also wir haben jetzt schon drei Charaktere, die aus dem Mongolien-Zirkel kommen, aber die sich anscheinend noch nicht kannten. Die heutige Lektion dreht sich um Klingenwaffen. Wenn du Fragen hast, habe ich die Antworten. Über Klingen brauche ich nichts. Solange ich hier bin, kannst du mich auch alles fragen. Der Nahkampf ist das A und O. Meistere ihn lieber früher als später. Ja. Du und Nana habt frischen Wind in die Blood-Einheit gebracht. Oh, danke. Wir haben noch gar nichts dahin gebracht, weil ich nur Tutorials mache. Ich freue mich, dass wir über all diese Dinge reden konnten. Wenn du mehr Fragen hast, melde dich einfach. Viel Spaß da draußen. Ja, manchmal vergisst das Spiel, dass wir hier quasi in einer apokalyptischen Endzeit leben. Aber hey. Ein bisschen Optimismus schadet ja nie. Hey, hör mal, Romeo hat mir etwas Tolles erzählt. Romeo und Captain Julius kommen beide aus demselben Waisenhaus wie ich. Ist das nicht verrückt? Captain Julius, ich kenne ihn nicht, aber ich habe viel von ihm gehört. Selbst unter den Elite-Kadetten stach er hervor. Und nun darf ich mit solch talentierten Leuten arbeiten. Manchmal glaube ich, das muss ein Traum sein. Ja, sie kennen einander halt einfach nicht. Solltest du Dr. Rachels Hilfe brauchen, kannst du mit dem Aufzug zur oberen Ebene fahren. Von mir aus. Muss ich denn dorthin? Dr. Rachel will ich sehen. Sie wartet im Labor. Okay. Ich komme später wieder. Wenn sie mich sehen möchte, dann sollten wir wahrscheinlich dorthin gehen. Story und so. Hey, hi, Julius. Du bist also hier, um Dr. Rachel zu treffen? Ich habe auch etwas mit dir zu bereden. Komm zu mir, wenn du mit Dr. Rachel gesprochen hast. Okay. Ah, okay. Ich habe gedacht Cutscene, aber anscheinend doch nicht. Oder doch? damit hätte man auch anfangen können, wenn ich hineingelaufen wäre. Genau, manchmal gibt es Szenen, die nicht gesprochen sind, aber Untertitel haben. Die gefallen mir auch. Ja, ich lasse einfach ein bisschen Zeit zum Lesen, aber extra vorlesen bei Charakteren, die eine Stimme haben, ist ein bisschen... Obwohl mache ich es sonst auch. Willkommen in der Blood-Einheit. Ursprünglich wollte ich ein offizielles Abendessen veranstalten, aber... Was, du bist auch nur ein Kadett? Nana, sei still. Weißt du nicht, wer das ist? Schön, dass ihr euch so gut versteht. Heute will ich euch den Zweck und die Mission der Blood-Einheit erklären. Cool, wir sind ganz so. Die Aragami haben die Menschheit beinahe ausgerottet. Nur die God-Eater konnten sich ihnen entgegenstellen. Es ist unser Ziel, eine neue Ära einzuleiten. Blood besteht aus den Besten der Besten. Sie sind jedem anderen God-Eater überlegen. Ja, das sind wir. Mit Julius und unseren Spezialkräften kann uns nichts aufhalten. Exakt, ihr wurdet auserwählt. Noch schlummert eure Stärke und Willenskraft, aber sie kann erweckt werden. Wenn die Mitglieder der Einheiten diesen Prozess durchleben, finden sie Erleuchtung und inspirieren alle anderen God-Eater. Romeo, Nana, so wie du und Captain Julius, wie mein Nana einfach nicht genannt wird. Als Mitglieder von Blood ist es eure Aufgabe, die God-Eater zu führen und ihnen ihr wahres Potenzial zu offenbaren. Momentan ruht die Blutkraft in euch, aber ihr habt den Willen, sie wachzurütteln. Ich erwarte diesen Moment gespannt. Wir enttäuschen Sie nicht, Dr. Rachel.
Ich weiß, dass du dich gut schlagen wirst, Romeo. Hey, ja, Gott, wenn ich das ohne verschiedene Stimmen machen, klingt das so komisch. Hey, du bist auch ein Teil von Blood. Du musst dein Potenzial mit uns gemeinsam erwecken. Ich müsste eigentlich Stimmen machen, aber die haben alle Stimmen, die Charaktere, und dann ist das so komisch für mich. Das funktioniert so nicht. Aber naja, jetzt wollte ja Julius noch schnell mit uns sprechen. Und wer weiß, vielleicht hat er eine gemeinsame Mission für uns. Hör doch mal, was ist unser erster Außeneinsatz? Gegen Ende von Part 2. So, mit dir haben wir gesprochen. Soll ich noch? Ja, nochmal. Du hast gerade erst deinen Godhawk gehalten. Mit der Zeit wird es erwachen und deine inneren Kräfte formen. Okay. Da habe ich schon gedacht, dass sie nicht viel zu sagen hat. Du hast dein Training beendet. Gute Arbeit. Ich bin wirklich beeindruckt von Blots neuen Rekruten. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Wir nennen ihn Feldübung. Eigentlich ist es aber ein weiterer Test. Betrachte es als eine Art Messlatte für deine Fähigkeiten. Denn einen Weg herauszufinden, wie du dich als Gott Aether schlägst. So, Wetzstein, hä? Nehmen wir doch an. Mit Julius und Nana. Ja. Und hier zeigt sich, also mit der Zeit wird sich noch ein anderer Teil zeigen, warum die Sense hier relativ angenehm ist. In der Hauptstoryline von God Eater 2 existierten noch keine Sensen. Dementsprechend hat kein anderer Charakter eine Sense. Also muss ich mir die Waffe mit keinem anderen Charakter in diesem Spiel teilen, bis wir halt zur Rageburst-Storyline kommen würden. Also, yay. Ich bin eine spezielle Schneeflocke. Nur ich habe eine Sense. My apologies, friend. I simply have a great deal of confidence in them. I wish to see their talents firsthand. Understood, sir. But in the future, please endeavor to keep me informed for their sake. Yes, of course. Well, I hope they live up to your expectations, Captain. Good luck. Good, you're here. Cadet Second Class Nana Kozuki reporting for duty in the Blood Special Forces Unit, sir! I'm so super proud to be here! Welcome to Blood. I am Captain Julius Visconti. Now, without further ado, let's begin your field training. What? Look out there. Those are the beasts that threaten the future of the human race. The Aragami. How you slay them is of no concern, but do not halt until they stop breathing. Understood? Wait, you mean we're fighting Aragami, like, right now? Like, for real? Indeed, cadet. You would learn little if you never fought in a real battlefield. Simply do all that I know you can, and those monsters will pose no threat. All right? Humanity has faced enemies since ancient times. Humanity has always prevailed. I know we do not have sharp fangs and rending claws to face off against our foes. But we have gifts they do not possess. Strategy, unity, cooperation. And most of all, the strength of will that binds us together. Willpower is the fiercest weapon. Our fiercest weapon. Never forget that. It's time. Forward! Der einzige Satz, der mir dazu in den Sinn kommt, dass er den Arm herausgehalten hat, war einfach nur: Wusstest du, mein Blut ist schwarz. Macht daraus, was ihr wollt. Ja. Unsere erste Quest beginnt gegen Kleine, aber ich meine, auch die Kleinen können aufgeschlitzt werden. Wir dürfen ja noch nicht gegen Große antreten. Also, hier bin ich. Und hier stirbst du. Oh. Er hat schon keine Lust mehr.
aber hey. Meine Teile. Oh. Ein Haufen Käfer. Meine Käfer. Ah ja, genau. Hier haben wir sogar noch eine Schadensanzeige, damit wir wissen, wie viel Schaden wir machen. Und mit den ganzen Zahlen. Ja. Ist halt nett zu merken, wie man Schwachpunkte trifft und alles. Aber... ja, diese Werte gehen noch ein bisschen in die Höhe, bevor wir hier durch sind. Ein bisschen. So. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Oh, ich durfte nicht mal mehr zurückziehen. Naja, wir holen uns die Materialien. Wir haben eine Origami-Response auf unseren Scanners. Es ist close. Look, breathe. Oh, es ist doch nur ein Ogre Tail. Naja. Wie auch immer. Ein Nachteil, den die Sense hat, den ich zumindest beim ersten Mal gespürt habe, oder das Gefühl hatte zu spüren, war, dass man am Anfang recht wenig Upgrades für sie bekommt. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es eben halt erst später eingeführt wurde. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Ich sah schon. Ja, okay. Mehr Fähigkeitspunkte. Die kleinen Bonis, die man noch am Ende der Quest kriegt. Hey! Ich habe einen, ja. Verlassener Godark. Und noch einer. Einsatztempo. Wie viele Menschen... ah, okay, eine Kanone. Ja, yes. Geliebt. Oh, ich werde geliebt. So, SSS, neuer Rekord. Aber diesmal kein Plus mehr. Warum denn nicht, Spiel? Liebst du mich nicht mehr? Sieht nach Cutscene aus. Cadets, you've done well today. This is an ideal opportunity to demonstrate the abilities you are to awaken. Oh, wow, so awesome! I focused that willpower to execute a blood art. Stand fast! What's a blood art? A talent that can shift the very tide of battle in your favor. Blood arts are innate skills, forged of the fire in your veins. That was a blood art. This power within us will constantly develop and strengthen as we do. With it, we can face any Origami. Always remember that this is a part of you. Nothing can stand against it. Ich freue mich schon, wenn wir dann unsere bekommen. Nicht über die, über unsere Blutkraft selbst, sondern einfach über die ganzen Fähigkeiten, die wir damit freischalten können. Die Stile, eigentlich ist es weniger ein Stil als einfach nur Bonusangriffe, zwischen denen man sich entscheiden kann, aber oder Bonusattribut. Ja, es ist kompliziert. Ihr seht es, wenn es soweit ist. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht so lange. Die kriegt man relativ früh im Spiel. Mal schauen, wie lange es dann wirklich geht. So. Ich würde dann aber wieder sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir weitermachen. Ich meine, wir hatten jetzt unseren ersten Feldeinsatz. Es kann nur noch nach oben gehen von hier. Ja. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.